Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Heute mit Dr. Nase. Beim letzten Mal haben wir diesen komischen Fritzel-Blitzel-Freak in seiner Arena fertig gemacht. Mit unserem heroischen Kleinstein, welches wir hier sehen. Mit dem zarten Wesen, welches einfach mal ganz zart seine Pikachu und sein Raichu verprügelt hat. Was wir heute machen, weiß ich natürlich noch nicht. Deswegen werde ich jetzt einfach mal auf gut Glück losmarschieren und schauen, was passiert. So, jetzt Toben, wo bist du denn? Oh, hallo Schrumi, wie geht es dir? Ich bin einer von Professor Eichels Assistenten. Hast du bereits einen anderen Assistenten getroffen? Ich hatte ein Paket von Professor Eich für dich, Schrumi. Er sagt, er sucht dich bei Route 2, Schrumi. Wenn du bei Route 2 bist, halte nach ihm Ausschau. Meh, dafür brauche ich doch so viele Pokémon. Gesehen 51, gefangen 15. Das reicht doch nie und nimmer. Da muss man so irgendwie 25 Pokémon gefangen haben, oder? Wenn er so ein IP-Teiler wäre natürlich voll geil. Aber im Endeffekt gehört das momentan nicht zu den Dingen, die wir so einfach realisieren können. So, wo geht's denn hier hin? Ich werde angegriffen. Hast du Lust, mit mir zu kämpfen? Nein, verpiss dich. Ich sag da ab. Henry. Ja, ja, so ist das. Ich meine, da kommt der Henry, springt mich aus der Wiese an und packt einfach so seine Schlange aus. Das muss doch illegal sein. So. Also. Psystrauen, die Sache sollte gegessen sein, oder? Ja, da haben wir seine Schlange so richtig schön verwirrt. Jetzt ist die ganz schlaff. So, damit wäre Kadabra schon auf Level 24, was ich persönlich voll geil finde. Hey, das ist gemein. Das ist gemein. Dann geh doch zurück zu deiner Mama und zeig ihr deine Schlange und was der böse Onkel damit gemacht hat. So. Tausch, tausch, tausch. Wunderbar. Sowas aber natürlich Duflo an erster Stelle. Das ist ja voll kacke, aber kann man machen nichts. Was haben wir denn hier? Ich habe einen Aufwecker gefunden. Ich meine, Pokémon anschreie, klappt das genauso. Ah, schon wieder so einer. Ich habe gerade erst angefangen, Pokémon zu trainieren. Ja, dann such dir ein anderes Opfer. Du blöder Idiot. Sehe ich aus wie jemand, der sich mit einem Sönke prügelt. Mit einem Sönke. Also wirklich, das ist eine Beleidigung meines Intellekts. Ich glaube, ich krieg mich nicht mehr. Du, Flor, zeig ihm, wo der Hammer hängt. So muss das. Sehr effektiv. Habe ich dir sehr effektiv Energie aus deinem Arsch genuckelt. Scheiß Giftstachel, wer versucht, dein Duflo zu verdichten? Das ist doch gegen die Natur. Duflo ist Gift auf Beinen. So. Na toll, 2 KP, weil dieses Mistding von einem Sangan schon halb tot war. Ah, ey, so ist das mit modernen Pokémon. Kein Mummen in den Knochen. Oh, was soll man noch anders erwarten bei einem Teenager, der Sönke heißt? Teenager aus den 80ern vielleicht. Du bist nicht effektiv. Energie abgesaugt. Erstauner. Also wirklich. Zerschneider. Schneid ihm die Flügel ab. Scheiß Superschall. Jetzt hat er versucht, Superschall einzusetzen. Schneid ihm erst recht die Flügel ab. Blutsauger. Ich setz Blutsauger ein. Ich bin so cool. Ich saug dir 3 KP, aber verleibe mir einen davon ein. So, tschüss, Zubat. Damit wäre jetzt auch Duflor auf Level 24, was ich persönlich für Säure. Was ist das denn? Säure, Säure, Säure. Aha, die eventuell die Verteidigung senkt. Nee. Nein. Boah, nein. Ja, danke. So, Sönke, such dir jemand anderes zum Spielen. Ich hasse schwache Pokémon, ich hasse schwache Trainer. Boah, Burn. So, und beim Thema Burn sind jetzt Scutexo wieder an Stelle 1. Oh, was eine Überleitung, ne? Ja, so ist das. Aha, hier ist wie immer niemand. Ja, wer bist du denn, du? Was ist das denn? Hat irgendwie ADHS oder so? Hallo. Meine Pokémon müssen bereit sein. Müssten. Sie müssten bereit sein. So, so. Tenaga Maik. Oder Maik. Oder Maika. Maik. Ich weiß es nicht. Glut! Ja, das war effektiv genug. Schnabel. Machen wir nochmal Glut. Das wäre Nidoran.
Und das männliche Nidoran? Nidorino! Meine Fresse, ey. Ich fass es nicht. Hilft da sowas wie Mega-Hieb? Ja. Doppelkick. Guck mal, ich kann zweimal zutreten. Mit vier Füßen. Bin ich jetzt intelligent? Pam! Brofist. Ach nee, das darf ich ja nicht sagen. So, das ist mein Nidorino. Damit wäre Teenager Mike. Oh, das war schwach. Du warst schwach. So. Ey, ein Opi. Ey, Opi. Wettkämpfe. Ich kann ihn nicht widerstehen. Das Witzige ist, in diesem Satz kannst du einfach jedes Wort einsetzen und es wird immer versaut. Spieler Kunibert. Kunibert, hallo Kunibert. Katze so, Brüste, ich kann ihn nicht widerstehen. Autos, ich kann ihn nicht widerstehen. Knuffensas, ich kann ihn nicht widerstehen. Wenn ich da dieses Loch sehe, dann... Ja, Glut. Tschüss, Knuffensa. So, damit hätten wir Kunibert's Pflanze auch erstmal niedergebrannt. Das ist bestimmt gegen irgendwelche Tierschutzgesetze. Aber das überlasse ich der Peter. Wusstet ihr, dass die Peter ein Anti-Pokémon-Spiel herausgebracht hat? Das spielt man irgendwie revolutionär. Das spielt man irgendwie Pokémon, die eine gegen ihre Trainer rebellieren oder so. Das spiele ich vielleicht irgendwann mal. Wenn ich das hier irgendwie im 90. Part durch habe, dann spiele ich das vielleicht mal. Kunibert! Immerhin hatte ich eine Chance. Nein! Du hast genau 3 Attacken ausgehalten. Gottes Willen. Oder das ist eine 2 ausgegangen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hast du keine Chance. So. Und weiter geht's. Ist ja Nidorino schon wieder vorne. Sachsachen. Wer bist du denn? Du da mit der Halbglatze. Nimm dich für Hochspannung im Acht. Elektriker. Eklektiker. So. Aha. Wer bist du denn? Hasso. Hasso. Ich glaube, mein Vater hatte mal einen Hund, der Hasso hieß. Ich glaube, Nidorino mit Magnetilo ein ganz schlechtes Matchup. Schnabel? Das war die richtige Entscheidung. Oh. Das machen wir wie folgt. Ein Bein, du bist dran. So. Donnerschock, gute Wahl. Ich glaube, Intensität, da war das so sehr effektiv, oder? Ich glaube. Ja. Tschüss, Magnetilo. So, das war Magnetilo. Kleinschöne hält nichts. Noch ein Magnetilo. Oh nee, 3 Magnetilos. Nobody's got time for that. What is this shit? Intensität 10. Na klar. Das überlebt das bestimmt. Nee. Mensch, kein Mummel im Knochen, dieses Magnetilo. Sag mal, Kleinschlein, wann willst du dich eigentlich entwickeln? Sag doch mal. Level 25, wäre doch bald mal Zeit. Magneton, doch nicht noch ein Magnetido. Jetzt hätten wir mal die Intensität 10 gebrauchen können. So ein Scheiß. Oh, fick dich. Komm schon, Kleinschein, es ist ganz einfach. Du machst einfach, was auch immer Intensität ist. Erdbeben. Tackle. Das nenne ich Verzweiflung. Das ist nicht sehr effektiv. Das ist quasi komplett ineffektiv. Los, 2. 7, das sollte reichen. Das reicht. Reicht locker. Locker flockig aus dem Handgelenk. Elektro-Pokémon plätten ist noch die leichteste Übung für Kleinstein. So. Hasso hätten wir damit, ja, tot. Komm schon, Kleinstein. Ja! Dam, 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 dam. That's not how evolution works. That's not how any of this works. Georock. Yay, wir haben einen Georock. So, jetzt haben wir also nicht mehr das voll cool und stark aussehende Kleinstein und das rechne ich das komplett imbar aussehende Geowatz. Nein, wir haben die komplett bescheuert aussehende Zwischenstufe. Georock. Georock hat auch keine Energie. Ist doch zum Heulen. Wie hat gerade Kleinstein so wenig KP? Ich verstehe das nicht. Hey, Opi! Versuche dein Glück gegen mich. Das hat nichts mit Glück zu tun. Das ist kein Glücksspiel.
Jannis! Wie kann jemand mit so einem Bart Jannis heißen? Quapsel. Quapsel. Hornattacke. Penetriere es mit deinem Horn. Das hat funktioniert. Oh, ich warne dich. Geht doch. So. Jetzt haben wir es tot penetriert. Und weiter geht's. Sepa. Hallo Sepa. Du Sepa. Hast du schon mal mit dem Giftstachel gekostet? Aha. Blubber. Ui, Seifenblasen. Hidurin hat eine Seifenblasenallergie. Doppel. Kick. Okay, ich hab das Gefühl, Hornattacke wäre jedes Mal effizienter gewesen. Rauchwolke. Oh, nee. Aha. Hornattacke. So ist Zwein. Der Penetrator. Ich hätte Hidurin und den Penetrator nennen sollen. So. Das Glück hat mich verlassen. Das ist kein Glücksspiel. Meine Fresse. Jetzt rennen wir schon wieder den ganzen Part hier rum und machen schlechte Trainer alle. Egal, das ist irgendwie, worum es im Pokémon geht. Hui, wer bist du denn? Vorsicht, ich verlege hier gerade Kabel. Ach so. Um das Kaff da hinten mit dem Elektro-Trainer mit Strom zu versorgen, oder was? Du bist auch ein Genie, ey. Magnet Hilo. Hallo. Doppelkick? Hab ich das nicht eben schon versucht? Oh, das ist sehr effektiv. Hätte ich nicht gedacht. Ja gut, mit Typeneffektivitäten. Ich und Typeneffektivitäten, das ist ein bisschen wie ich und Lateinvokabeln. Alter, wieso macht das denn so viel Schaden? Hat das Viech den Arsch offen oder was? Ja, meiner ist zu. Okay, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Für alle, die nicht wissen, worauf das anspielt. So, machst du den Arsch offen? Ist deiner etwa zu? So. Lustig, ne? Ich habe noch nie gewonnen. Tja, es gibt für alles ein erstes Mal. Diesmal aber nicht. Marco! Hey Marco! Hallo! Hey Marco! Fucado! Fucado ist viel zu cool für Marco. Mensch, wusste ich doch immer, dass Marco ein Glücksspieler ist, der noch nie gewonnen hat. Das ist aber schön. Penetriere es! Silberblick. Nur Marco bringt seinem Pokémon Silberblick bei. Schnabel! Aha. Schon wieder Silberblick. Ich krieg mich nicht mehr. Hornattacke, dann sollte das Thema auch gegessen sein. Nee. Wow. Also, da haben wir jetzt Silberblick und Brüller. Das ist eine Hammer-Attacken-Kombination. Konfusion. So, das war Fucano. Ja. Nidorino reicht Level 24. So, so. Ja. Kadabra reicht auch irgendwas. Ja. Duflor. Okay. Los, Duffy. Duffy, du. Was kommt eigentlich? Ich hab nicht mitgelesen. Vulpix. Ich bin auch ein Genie. Schlaf, oder? Ich glaub, das hat funktioniert. So, und während Vulpix also so unschuldig schläft, schneiden wir ihm die Schwänze ab. Also. Ach, ist ja doch eine versaut. Ja. No. Können alle nur Brüller. So ein Scherz. Los, Tauburger, beende dieses Trauerspiel. Lase sein Lebenslicht aus. So ist Zwein. Damit hätten wir jetzt auch Marco seinen Platz gezeigt. Das habe ich kommen sehen. Hehe, Marco hat's kommen sehen. So, genug mit den schlechten Witzen. Hey, da ist wieder so ein ADS-Kind. Hallo. Hallo. In meiner Klasse bin ich der Beste. Ja, aber wenn du in der Förderklasse bist, ist das kein Grund, stolz drauf zu sein. Valentin. Der heilige Valentin. Der, der all uns einsamen Seelen einen traurigen Tag im Jahr beschert hat. Arschgeige. Dafür prügel ich sein Radfatz. Ungespitzt in den Boden gestampft vom Penetrator. So. Radfratz. Schon wieder ein Radfratz. Das ist wahrscheinlich eine Andeutung darauf, dass der heilige Valentin einfach nur eine kleine Ratte war. Und schon wieder ein Radfratz tot. Na komm. Mach hinne.
Radikal! Meine Fresse! Der war auf meine Ratte, der war eine fette Ratte! Ja. Oh, verdammt! Jetzt überlebt das blöde Viech das auch noch. Na schön, da kann man machen nix. Tackle! Oh nein! Penetration! Penetrator, setz Penetration ein. So. So ist 2. Damit hätten wir Valentinus Valentina auch schon besiegt. Ich muss meine Pokémon mehr trainieren. Ja, so ist das. Ist wieder so ein Rupi. Hallo. Haha, bisher habe ich noch nie verloren. Der heißt jetzt Yannick, oder was? Nein, das hier ist Dirk. Der gute Dirk. Ich sollte vielleicht mal mein erstes Pokémon wechseln. Vielleicht. Doppelkick. Aha. So, so. Das war... okay. Ultraschall ging zum Glück daneben. Hornattacke! Na also. So, jetzt wechsle ich mal das Pokémon. Was jetzt? Was kommt denn jetzt? Magnetilo? Nee. Magnetilo kann die Durene jetzt auch noch platt machen, ne? Ja, das kann es. Double Kick. Komm schon, sei tot. Ja. So ist's fein. So muss das sein. So. Und so, Level Up. Level 25, das ist doch schön. Ja, jetzt hätten wir Dirk auch. Und es gibt immer ein erstes Mal. Ja. So ist das. Item. Superball! Schrumi hat Superball gefunden. Liegt hier ein unsichtbares Item? Nee, natürlich nicht. Was ist denn hier? Einstein. Oh, Fluchtsäul. Ja, geil. Was ist das hier? Ist das wieder einer dieser Wärter, der was zu saufen haben will? Nö. Wer sitzt denn hier oben? Eier, Eier, Eier. Hey, hier sitzt Professor Eich als Assistent. Ja, ja, ja. Aha. So, so. Ja, natürlich. Fick dich. Schön. Dann werde ich den Detektor wohl nie erhalten. Ja, ich würde sagen, dann beenden wir den Part hier, nicht wahr? Ja, doch, ja. Also, viel Spaß noch, nehmt euch vor Penetrator in Acht und vor Leuten, die euch aus dem Gebüsch anspringen, um euch ihre Schlange zu zeigen. Ja, also kurz, passt auf euch auf. Tschüss!